Willkommen zurück auf dem Kanal. Und nach fast 3 Wochen sind wir endlich wieder zurück mit Schweizer Super League Fußball zu einem richtig hitzigen Duell GC gegen St. Gallen. Beide Clubs kommen aus einer Göpp-Niederlage, beide rausgekickt worden von einem Unterligist. Und bei GC seit August, glaube ich, kein Sieg mehr in der Super League. St. Gallen, glaube ich, noch am 2. September. Aber wirklich, heute ist der Moment, um etwas zu zeigen. Weil in 3 Tagen ist Derby und dort wird es dann extrem schwierig. Zürich, auch gerade, glaube ich, zu wünschen, das Spiel, weiß ich aber nicht. Aber heute ist ein Spiel, wo man ein Statement kann setzen aus der Sicht von der Hoffen. Ganz wichtig, falls ihr den Milan-Vlog noch nicht gesehen habt, Derby Milano, geht abchecken. Sicher eine der krassesten Stimmungen im Leben. Und für alle, die Schweizer Fußball allgemein interessiert, checken dann noch IB gegen RB Leipzig ab. Champions League, erster Tag, erstes Spiel von der neuen Champions League-Saison. Der Plan jetzt, nach dem GC St. Gallen-Match, wird so sein, dass es am Dienstag zum Zürcher Stadtderby geht. Dann am Freitag für alle Portugiesen, ganz wichtig, Benfica gegen Porto. Und dann einen Tag später soll es wieder zu GC gegen IB gehen. Also ihr könnt euch mit dem GC-Vlog jetzt noch auf 3 weitere richtig geile Vlogs freuen, die in den nächsten 7-8 Tagen online kommen werden. Wir sind drin im Stadion. St. Galler Auswärtsfans auf der gegenüberliegenden Seite, wie damals gegen Zürich. Und links, Kurve von GC. All die Fans mit der Schaulüsse während dem Hymnenlauf. Was für Bilder. Alle Spieler auf dem Platz und St. Gallen so krass am Zünden. Bitte, was sind das für geile Bilder? Das Spiel wird in wenigen Minuten abpfiffen. Ich bezweifle, dass ein Spiel bei so dichtem Lauf abpfiffen kann. Man sieht ja kaum über. Schau mal von ganz außen. Man sieht wirklich nur da bis zum Ecken. Kaum geht es weiter raus, würde man nichts mehr sehen dort hinten. Oder da. Und das Spiel ist abpfiffen im Rauch von der St. Galler. Leicht verzögert. 20:35 GC von rechts nach links. Oh, super Einzelaktion, erster Freistoß für GC. Genau so eine Situation müsstest du nutzen in so einer harten Phase. Uiuiui, jetzt konnte er noch reinlaufen. Das wäre jetzt. Uiuiui. Oh, gerade noch so verteidigt. Das ist knapp gewesen, Glück gehabt. Aber noch nicht weg, was passiert? Uiuiui. Ich mit dem Ball nicht weg. Ui. Sicher in der Hand. Also in so Situationen darfst du niemals den Ball so am Gegner spielen. Fast noch in den Konter reingelaufen und 1-0 können kassieren. Das wäre ein Horrorstart gewesen. Sie müssen aufpassen. Richtig geile Bilder. Hoppers auf Bilder. Und erste Eckball für GC. Hey, ihr könnt davon halten, was ihr wollt, aber mit einem Fußballerherz muss man es doch einfach nur lieben, wenn gezündet wird und explodiert und was auch immer. Solange niemand gefördert wird, ist es wichtig schon. Uiuiui, fast aus dem eigenen Eckball. Gerade bin ich nur davon am Reden und St. Gallen sind schon wieder am Zünden. Es ist doch einfach ein Traum. Zweikampf und Foul für GC. Oh, super hinten rausgespielt. Was ein Ball. Oh. Hands. Das ist Hands. Sorry, aber das ist Hands. Macht jetzt sowieso nichts mehr. Problem ist, wenn kein Goal von St. Gallen fällt, kann es nicht gecheckt werden, weil es ist kein Penalty. Also ist ja die Regel beim VAR. Ich glaube, wenn es kein Penalty ist, dann wird es nicht gecheckt. Außerdem, St. Gallen hat jetzt eine Bude gemacht, dann wäre es gecheckt worden, weil dann wäre es zurückgenommen worden und dann hätte es den Freistoß eventuell bekommen. Oh! Eieiei, gerade noch weg, ja, stark probiert. Ah, oh, guter Ball in die Tiefe. Geh runter. Super. Eieiei, erste grosse Chance für GC. Ja, okay, jetzt sowieso nicht zählt Offside. Oh, St. Gallen wieder am Kommen. Oh, unmittig.
Jo. 2D kalkuliert sie. Langsam muss das Goal fallen. Zu weit oder nicht? Oh! Jetzt ja, ist nur noch zack, jetzt muss das Goal fallen. Ganze Kurve am Vieren, zu Recht. So in der Luft, sie das so gut geht. Einfach nur geil, wieder am Zünden. Unglaublich, wie die beiden am Zünden sind. Also wirklich. Oh, ganz starker Ball über außen. Oh! Und? Das muss es sein. Und sie nutzen es nicht. Unglaublich. Geht sich von der Ball noch klären. Wie am Anfang gesagt, fast in den Konter reingelaufen bei der eigenen Standardsituation und jetzt genutzt. Ich habe ja gesagt, in solchen Situationen muss man sie nutzen. Oh, und? Hey, Paul, ja, richtig entschieden, richtig für mich. Schon wieder nur eine Verwarnung, ja, das gibt wirklich kein Geld. Guter Ball. So, super angenommen. Gerade noch Verteidigung. Immer noch, oder? Ja, stark zurückholen, stark und faul, ja, klar. Oh, Variante. Oh, raus jetzt. Noch eine Minute nach Spielzeit und dann geht es in die erste Hälfte. Das Spiel hat sich seit dem Goal ziemlich beruhigt. Oh, glücklich durchgesetzt, ganz glücklich. Oh, uiuiui, der verpasst den mit immer noch St. Gallen. Und weg. Und Schiri pfeift ab. Erste Halbzeit geht sie, führt 1-0. Halbzeit ist durch. Oberst führt mit 1-0. Und ich fasse mich ganz kurz. Highlight von bis jetzt. Schiri gibt es wenig Gali. Goal und der Stadionsprecher mit dieser perfekten Stimme für den Job. Abgesehen vom Goal bis jetzt war es eine Chance, aber sonst eher ein langsames, ein ruhigeres Spiel. Zu den Fans, heute bin ich extra neben die Kurve von der Operskange und ich muss echt sagen, es ist eine geile Matchstimmung. Operkurve ist da, zündet wie gestört und St. Galler sind auch da und zündet auch wie gestört. Also Fans, beide richtig geil heute. Im Derby, drei Tage, würde ich dann etwa dort, nicht links, sondern auch nicht rechts, sondern etwa dort in der Mitte, wo neutral sind. Und dann können wir bewerten, wer das Stadtduell gönnt von den Fans her. Und zweite Hälfte abpfiffen. Geht sie führt mit 1-0 St. Gallen von links nach rechts. Und ich rede vom Zünden. Sie sind schon wieder vom Zünden. Unglaublich heute. Gut, weiter, ganz stark Körper reingehört, stark. St. Gallen aus einer guten Position. Und misslungen, oder? Ja, draussen. Unglaublich, bis jetzt fast keine Standardsituation, bis aufs Goal von GC gut Verteidigung, ganz stark. Und jetzt, eieiei, und dann der Ball so abgeben. Zeichnet das Spiel. Eieiei, wieder ein Gewurschtel. Unglaublich, hüpft die ganze Zeit schon. Oi, gerade noch um den Posten gelangt. Starke Parade. Also das ist jetzt wirklich verdammt unglücklich. Ich glaube, er hat sich bei der Aktion verletzt. Ja, sieht nicht so gut aus, wenn sogar Ding kommt. Medis. Schöne Szene, er kann doch weitermachen. Oh, Ball.
Ballverlust in diesem Drittel kann teuer werden. Kann teuer werden. Ich sag's doch noch, Ballverlust in diesem Drittel. Das ist einfach nur schwach, wenn man im Deckel liegt. St. Gallen natürlich am Zünden und am Vieren. Hey, dort in diesem Drittel darf einfach nicht den Ball verlieren. Schlussviertelstunde bricht jetzt dann an. Sie wären 1-0 in Führung gewesen. Super, alles gut. Und dann pissen sie sich selber so ans Bein. Mit so einem unnötigen Ballverlust. Spiel wieder abpfiffen, St. Gallen gleicht aus. Zum 1-1. Und sie kommen wieder und sie kommen wieder und es wird extrem gefährlich. Jetzt müssen sie aufpassen. Gerade noch so. Aber immer noch nicht weg. Dort muss schiessen. Gerade noch so weg. Heilige Maria. Hey, es ist auch nicht mehr. Ohne Pause sind sie am Kommen. Und jetzt. Also ich kann nicht mehr sagen, außer dass WC extrem aufpassen muss. Wenn die so weitermachen, dann werden sie 2-1 kassieren und es ist nur eine Frage der Zeit. Boah, was ein Tackling. Geil, einfach nur geil. Bleibt ruhig. Schlussviertelstunde ist angebrochen und es wird richtig hitzig, man merkt. Kann jemand noch 3 Punkte mitnehmen oder teilen sie sich Punkte? Gut runtergespielt. Jetzt kommt wieder knapp drüber. St. Gallen fast mit dem 2-1. Ja, ganz stark vom Abraschi. Kampfgeistzeit, stark. Und weiter. Super Seitenverlagerung, super. Ganz knapp drüber. Super rausgespielt. Noch 5 Minuten Nachspielzeit und dann ist das Spiel auch schon fertig. Nochmal eine Ecke. Einwurf besser gesagt aus. Wo ist er? Eckball geht er, jetzt aber nochmal Eckball. Probier's doch. Und Block. Und der Schiri pfiff das Spiel ab. DC und St. Gallen spielen 1-1. Genau so hört sich das im Sport nochmal abklatschen, egal ob man gewinnt oder nicht. Und auf der anderen Seite ebenfalls St. Galler Birnenfans. Wir haben es gehört, Hoppers mit einer ganz klaren Message, Derby sind muss kommen. Match ist durch, 1-1. St. Gallen hat noch zum Ausgleich getroffen und ihr habt es gehört von den Hoppers-Fans. Sie fordern den Derby-Sieg. In ihrer Situation extrem wichtig für die Mentalität. Die 2 Punkte für mich fast schon verschenkt, aus neutraler Sicht. Sie hätten es können verwalten, das 1-0. Und haben dann, ich glaube, sie haben sich verdribbelt im eigenen Drittel, so wie ich es jetzt noch im Kopf habe. Extrem schade für sie, weil sie hätten 3 Punkte können heimbringen können. Dann doch nicht geklappt. Und St. Gallen tut wie Zürich schon damals. Auch jetzt geht es ärgern. Also St. Gallen jetzt in 2 Duell auswärts. Im letzten Grund beide Zürcher Vereine gestört und ihnen Punkte abgenommen. Der Match allgemein war sehr mühsam gewesen. GC hat durch eine Standardsituation 1-0 gemacht, was auch nötig war, weil sie haben beide nicht Weltklasse-Fußball gespielt. Hat man auch nicht erwarten können. Aber GC war für mich ein bisschen besser gewesen. Und das macht es dann umso schade, dass sie das 1-0 so blöd verschenkt haben. Fan-Ranking für mich, der GC gegen St. Gallen-Match, oberem Eröffnungsspiel der Super League. Ja, ich weiss, sie haben weniger Zuschauer gehabt.
Aber ist egal. Bei Zürich gegen Yverdon war die Südkurve da und keine Auswärtsfans. Heute war die Kurve von GC da, plus noch St. Gallen, und sie sind beide richtig gut gewesen. Wenn euch der Vlog gefallen hat, dann lasst ein Like, einen Comment und ein Abo da. Und wir sehen uns wieder beim Zürcher Stadtderby.